Hey, servus Leute, ich bin heute da mit Peter Reintaler von der Austrian Strongman Federation. Hallo Leute, hast du richtig gesagt, ja. ja Peter, kannst du dich mal bitte vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ja, hallo mal an alle. Wie schon gesagt, Reintaler Peter ist mein Name, bin Strongman seit jetzt 2,5 Jahren. Habe letztes Jahr bei Giants mitgemacht, heuer verletzungsbedingt muss ich leider aussetzen, dafür werde ich nächstes Jahr durchstarten. Vor dem Strongman-Bereich habe ich American Football gespielt, 12 bis 14 Jahre lang bei den Mödling Rangers. Und das geht sich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr aus, deswegen bin ich dann zum Strongman-Sport gewechselt. Okay, was ist jetzt genau eigentlich der Strongman-Sport? Ich kenne das halt jetzt wirklich nur von der Netflix-Doku und natürlich, was man so ein bisschen mitbekommt, eben diese Events von den Arnold's Classics, ja. Und so weiter. Ist das jetzt wirklich in die Amateurbereiche 1 zu 1 auch so? Gibt es da Unterschiede oder kannst du mal davon ein bisschen was über den Sport, über den Wettbewerbssport also erzählen? Amateurbereich und Profibereich ist eigentlich, blöd gesagt, kein großer Unterschied, bis auf die Gewichte und die Organisation. Arnold Classics, da ist halt wirklich die Creme de la Creme der Welt liegen, gell? Brian Shaw, Haftor, Eddie Hall, mittlerweile nicht mehr, The Truners, Matthias Belczak, die sollten dort alle herumlaufen weltweit und ist mittlerweile eigentlich auch das oberste Ziel, die zu gewinnen. Höher gesetzt als die World's Strongest Man. Weil Arnold Schwarzenegger hat einfach einen besseren Marktwert, brauchen wir drin. Ja. Ja, und sonst, Strongmänner sind Leute, wir sind groß, stark, schwer, aber sehr friedlich. Was sind da jetzt eben so die einzelnen Disziplinen? Welche gibt es da? Disziplinen, es gibt also über 20 Disziplinen, aber die häufigsten Disziplinen, was immer vorkommt, sind die berühmten Atlas Stones, die großen Betonkugeln, hochheben oder auf der Podeststellen. Oder Baumstammstämmen, der sogenannte Loglift. Farmer's Walk, Kopf von links, rechts und die Länge losmarschieren. Dann gibt es den Yoke, hat man gestellt, Schulterbahn auf, marschiert man ebenfalls los. Dann Bierfahrstämmen, LKW ziehen, Dumbbell Press, Axle Press. Axle Press ist ein 5 cm Durchmesser, Langhantel, Überkopf, also umsetzen und dann Überkopf drücken. Darf man nicht vergleichen mit normalen Power Clean, das ist ganz anderes. Sind noch die gängigsten Disziplinen. Was jetzt teilweise modern wieder wird, ist normale Griffkraftsachen, Eisenstangen biegen, so etwas, das kommt jetzt auch wieder. Dann Arm over Arm, also einen Gegenstand zu sich ziehen, ist in der Champions League ganz lustig, da werden Yachten zu sich gezogen, lustig anzusehen. Ja, das sind mal die gängigsten Disziplinen, aber da gibt es hunderttausende verschiedene Versionen davon. Okay, und wie wird das dann bei einem Wettbewerb, wer ist dann der Sieger? Der Sieger im Wettbewerb besteht meistens zwischen 4 und 7 Disziplinen und unterschiedlich gewertet wird da, weil es gibt teilweise wo oder Loglift auf Wiederholung zum Beispiel genommen wird oder auf Maximalkraft getestet wird. Und je nachdem, der am meisten drückt, der hat gewonnen, gell? Ja. Das leichteste gesagt. Oder der die meisten Wiederholungen gemacht hat. Und je nachdem, wer überall weiter vorne war, okay, also der gewinnt das halt dann. Gibt es da dann immer ein Punktesystem, der bei dir? Da gibt es ein Punktesystem, ja. Okay. Das heißt, der, was halt insgesamt dann am besten abschneidet. Genau, also. Ja. Gibt es eben auch so ähnlich wie im Kraft-3-Kampf, sage ich mal, dass dann auch für die jeweiligen einzelnen Disziplinen einen Sieger gibt, der dann irgendwie gekürt wird, oder ist das vernachlässigt? Wird vernachlässigt, das wird meistens bei Show-Events gemacht. Okay. So wie letztes Jahr in Tulln war ein Show-Event, da war mit Wrestling-Show, war irrsinnig lustig anzusehen, da waren 5 Disziplinen, da war der Nemanja Tasic, der Vater Michi, ich war dabei, der Beskari Manuel war dabei. Und da hat es halt 5 verschiedene Disziplinen, glaube ich, gegeben und da ist halt jede Disziplin einzelner Sieger gekürt worden. Und am Ende noch ein Gesamtsieger, weil es war lustig anzusehen. Ja. Ja. Was sind jetzt so deiner Ansicht nach die Voraussetzungen, die man haben sollte? Die Voraussetzungen, die man haben sollte. Viele glauben einfach, weil das Gesamtbild eines Strom ist einfach groß, massiv und stark, dass das die Grundvoraussetzung ist. Dabei ist es nicht schlecht, wenn man das hat, aber die größte Voraussetzung, dass man haben sollte, das ist einfach ein eiserner Wille. Man schreckt sich erstmal ab, wenn man hört 400 Kilo Yoke. Wie soll ich das schaffen? Nur das ist einfach ein eiserner Wille, dass man da durchgehen muss und du bewegst das Teil jetzt da 1 Meter oder 40 Meter. Hauptsache du bewegst das Teil von A nach B. Und einfach wirklich dranbleiben,
hart trainieren, das ist jetzt, wie du beim Bodybuilding übertragen, das passiert nicht alles von heute auf morgen. Das musst du auch alles aufbauen. Und es gibt keinen Sturm, der innerhalb von einem Monat erfolgreich ist. Weil du es jetzt eben gesagt hast, wie schaut dann so eine, ein typisches Strongman-Training aus, und vor allem auf die lange Karriere hingesehen, was verändert sich da jetzt im Laufe vom Training, beziehungsweise halt eben aus dem Bodybuilding-Bereich oder eher eigentlich auf dem Kraft-Dreikampf-Bereich, wird ja auch sehr viel Wert auf die Periodisierung gelegt, eben, dass man eher zu den Wettkämpfen natürlich spezifisch genau, ja. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Ja, Freude, also was mich am meisten überrascht hat, Strongman im Sport, irrsinnig hohe Ausdauer. Also da, man glaubt halt, groß, schwer, dick, die können halt keine Stiegen steigen, gell? Aber ein Halbmarathon ist für uns, glaube ich, kein Problem. Nein, ausdauermäßig sind wir wirklich sehr gut unterwegs. Und so Periodisierung vom Training, also in der Off-Season schauen wir einfach, dass wir die Masse draufkriegen und dass die Kraft daherkommt, gell? Da ballern wir. Ja. Und dann kommt halt die Phase, wo wir dann wieder dynamischer werden, die Mobilität wieder herkriegen, und dann kommt die Wettkampfvorbereitung. Wir erfahren meistens 5 Wochen vom Wettbewerb, also 4 bis 5 Wochen vom Wettbewerb erfahren wir, welche Disziplinen kommen. Und darauf können wir sich dann spezialisieren. Also bei mir schaut es zum Beispiel so aus. 3-mal die Woche normales Krafttraining, normale Grundübungen. Und dann ein Tag gehe ich halt auf die Wettkampfvorbereitung dazu, und dann und der 5. Tag ist halt Mobility und solche Sachen, Core, Ausdauer. Ja. Was sind dann eben so klassische Übungen, die du im Fitnesscenter machst oder halt eben? Bei normalen Training oder für die Vorbereitung dann? Sowohl als auch. Also normale Übungen kann ich von meinem letzten Plan, mit dem ich ziemlich gut gelaufen bin, erzählen. War erster Tag, das waren normale Kniebeugen. Ich mache zwar nicht mit der Langhantel die Kniebeugen, ich mache es mit der Safety Bar, weil die Safety Bar irrsinnig gut für Core Stability ist. Und normal 4 Sätze, 5 Wiederholungen. Oder andere Bereich, dann 8 Sätze, 2 Wiederholungen, je nachdem, wie du gerade drauf bist. Und dann gehst du mal wieder in die, wie soll ich das am besten sagen, in die normalen Maschinenübungen rein. Da gehst du wieder rein. Also du hast eigentlich nur eine schwere Übung, der Rest ist wieder nur Assistance. Das ist gerade plötzlich immer kompliziert an, Strongman-Trainingsplan, wenn du auf Google schaust, aber die Leute machen es einfach nur selber schwer. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du wirklich drin im Training bist, dass du dich steigerst, dass du selbst immer Ziele setzt und das durchführst. Also wie gesagt, normale Grundübungen ist das A und O. Bankdrücken ist jetzt nicht so eine wichtige Übung bei uns. Aber ja. Muss man trotzdem machen. Gehört dazu leider, ja. Im Fitnesscenter. Eben, ja. Okay, das heißt, man könnte es eigentlich so sagen, es handelt sich immer um ein sehr allgemeines Training, eben mit Fokus eigentlich eben auf Muskelkraftaufbau, sprich halt eben sehr, sehr, also höhere Intensität, eben dass die Kraftwerte steigern, mit ausreichend Volumen, aber eben auch, dass die zusätzliche Masse, die man natürlich aufbauen möchte, auch Muskelmasse ist und jetzt nicht nur Fettmasse. Ist nicht nur Fett. Das ist ein schöner Punkt bei der Ernährung. Wir sind keine Bodybuilder, das heißt, wenn wir mal Gusto haben auf einen Kaiserschmarrn so etwas, können wir uns den leisten. Wie schaut das eben aus bei den Wettbewerben dann? Wie werden die Klassen dann eingeteilt? Größe, Gewicht? Es gibt Gewichtsklassen, also es gibt unter 105, unter 95, also 95er Klasse, 105er und 120er Klasse gibt es noch, ja. Das sind die jeweiligen Klassen. Und die werden dann, es gibt dann natürlich eine Gesamtwertung und dann gibt es noch eine einzelne Wertung von den Gewichtsklassen. Okay. Das heißt, man muss jetzt eigentlich noch keine 100 Kilo plus wiegen? Man muss jetzt auch keine 100 Kilo plus wiegen, weil, wie gesagt, es gibt Leute, die generell im Nachwuchsbereich, Nachwuchs, also Unerfahrene, die jetzt mit dem Sport anfangen möchten, weil es halt gerade der Hype da ist auch, die wollen das mitmachen und die schrecken halt auch immer ab, wie vorhin gesagt, mit Gewicht, wie schaffe ich einen Farmer's Walk mit 300 Kilo? Ja. Und für die müssen das Gewicht zwar abbewegen, nur haben die eine ganz andere Wertung. Wenn die jetzt 3 Meter gehen damit, zählt das für die ganz anders. Ja. 3 Meter ist für meine Gewichtsklasse, ist das auch relativ nichts. Ja. Was, weil du es angesprochen hast, für Leute, die jetzt relativ neu sind, was würdest du denen dann empfehlen, um in den Sport reinzukommen? In den Sport reinzukommen? Oder wenn sie sagen, sie haben Ambitionen, vielleicht einmal bei einem Strongman-Wettbewerb mitzumachen, wie sollten sie am Anfang trainieren, vielleicht wo sollten sie sich Informationen holen, auf was sollten sie achten? Also Informationen kann man sich im Internet auf der Homepage der Austrian Strongman Federation
Homepage weiß ich gerade nicht auswendig. Wenn man einfach in Google Austrian Strongman Federation eingeben, erster Klick, passt. Ne. Und da werden auch regelmäßig Newcomer-Bewerber eingeschalten, sind zweimal im Jahr. Ich glaube, der letzte war im April, der war Deutschland, also in Bayern oben. Also Deutschland und Österreich arbeiten sehr eng zusammen, der Heinz Olsch und der Martin Wildauer. Nette Typen. Und im Oktober ist wieder einer, der ist in Salzburg. Da sind die Gewichte halt wirklich angemessen. Ja. 60 Kilo Baumstamm für Frauen, 80 für Männer oder 100 Kilo Farmers Walk. Dass man mal reinkommt in den Sport, gell, wie ist das, wie läuft der Wettkampf ab, wie sind die Leute. Und ja, und wie bereitet man sich für sein, wie bereitet man sich generell das Strongman vor, also, oder wie trainiert man das für einen neuen? Und man muss mal streichen, das, was man nicht braucht, und das, was man wirklich braucht. Das muss man wirklich unterscheiden können. Okay, also doch eher schauen, dass man schon natürlich etwas spezifischer wird. Vor allem, eben, also ich stelle mir das sehr schwer vor für jemanden, der halt entweder die Übungen vielleicht gar nicht kennt oder relativ Neues zu Übungen da wirklich durchzuführen. Sag mal, ein kompletter Anfänger, Trainingsanfänger, der sollte dabei eventuell noch 2-3 Jahre normal trainieren, dass er mal die körperliche Grundkraft erhält. Gell? Ja. Ansonsten kann man sich irrsinnig schnell verletzen. Also bringt es nichts, wenn ein 80 Kilo schwerer Mann, der erst einmal in seinem Leben ein Fitnessstudio für ihn gesehen hat, vielleicht wenn er das Traumabewerb mitmacht, das war ein Selbstmord meiner Meinung nach. Ja. Aber soll er fleißig sein, soll er durchbeißen, soll er kämpfen, wenn er ein Eisen will, dann wieder in spätestens zwei Jahren wieder bei seinem ersten Wert mitmachen können. Ja. Und da gibt es dann eben da so, weiß nicht, so wie bist du dann dazu gekommen? Weil ich meine, wir haben da jetzt mit unserem Fitnesscenter ziemlich viel Glück, dass die sehr gut ausgestattet sind. Gibt es da eben dann noch mehrere Stellen in Österreich, sag ich mal, die so gut ausgestattet sind, oder gibt es da irgendwie so eben von euch so kleine interne Trainings zusammen, dass ihr eben euch speziell aufmache? Also, ja. Nicht Events, sondern Disziplinen vorbereiten. Also, gemeinsam trainieren, sowas, gemeinsam trainieren, ja, genau. Oder sowas. Da gibt's also bei uns, Gott sei Dank haben wir das Gym, danke Andi. Dann gibt es in Gmunden noch von Moser Franz, Manuel Moser, da wo auch der Pescara trainiert, die haben ein eigenes Studio. Ja. Und dann gibt es in Tirol noch die Hall of Pain. Das, wo der Wildauer Martin trainiert, der Mugel. Ja. Da gibt's, das sind eigentlich die drei größten in ganz Österreich. Dann gibt es in Oberösterreich auch noch, wo der Tretenbein trainiert. Das ist ein Stahl, was ich weiß. Und in St. Pölten gibt es auch noch eins. Das ist auch ein eigener Verein seit kurzem von Bugel Alexander. Das ist der Kraftstodl. Okay. Ja, und bei mir in der Firma, da habe ich auch einen kleinen Strongman-Parcours aufgebaut. Mittlerweile, seit einem Jahr, haben wir Kronen Wheel, Car Deadlift, zwei verschiedene Reifen. Loglift, verschiedene Fester, Atlas Stone, Yoke, und da treffen sie wir uns eh regelmäßig. Also bei uns in Wien sind der Christoph Wilfing, Nemo Tarsic und ich und der Cheesy. Das ist unsere Partie, wo wir in Wien immer regelmäßig trainieren. Sehr cool, also seid ihr da dann doch eher so kleinere Gruppen, die das dann gemeinsam machen, weil ich meine, vor der Kamera habe ich dich gerade gefragt, ob das eben im Verein abläuft, ob das eben so auf... Ja, das ist alles einzelmäßig, und wir sprechen uns da ab, ist halt da. Es ist ein Einzelsport, aber im Kraftsport ist halt da irgendwie ein Bündnis von den einzelnen Athleten da einfach. Das ist halt der typische Einzelsport. Also im Fußball wird es glaube ich nicht haben, dass sich Leute so untereinander treffen, dass da irgendwie ein Rival ist, weil im Team will ja jeder für sich außerstechen. Aber gerade beim Strongman-Sport, weil es eine kleine Runde ist, da unterstützt man sich untereinander einfach. Gut, beim Wettkampf ist ein bisschen was anderes, aber beim Wettkampf ist Wettkampf, da brauchen wir nicht reden. Aber so beim Training, da sind wir voll dabei. Sehr cool. Was würdest du jetzt sagen, was gefällt dir eigentlich so am besten am Strongman-Sport? Also warum übst du ihn jetzt immer noch auf, nachdem du einmal rübergewechselt bist? Was reizt dich daran? Was reizt mich daran? Die hohen Gewichte und dann doch irgendwie die körperliche Kunst, dass man das alles stabil halten kann. Und das ist eine gute Frage eigentlich. Das ist, oder eben, das Gesamtpaket einfach von Strongman, weil. Ja, nein, also ich, jetzt nur von mir so aus der Erfahrung, ich kann mich halt daran erinnern, wie du eben jetzt verletzungsbedingt eben, sag ich mal, mit der Intensität zurückschrauben hast müssen. Ja. Und das erste, was halt gekommen ist, glaube ich, nach der Woche war irgendwie das Training, zieht sich halt schon ein bisschen an, weil du banierst dich nicht jedes Mal. Ja, weil du gehst natürlich bei jedem Training sehr oft an deine Grenzen.
Ja. Oder sagst du, es ist wirklich halt nur der Reiz, eben wie schon kurz angesprochen von dir, dass du eben das Gewicht immer mehr steigern kannst, dass du immer mehr in Körper. Du musst das Gewicht immer mehr steigern, weil du hast halt, also mein Ziel ist es wirklich, dass ich ganz oben mal mitmache und da ist mein eigener Reiz immer, ich muss immer mehr als davor machen. Natürlich habe ich jetzt mal ein paar Rückschläge, so wie jetzt zum Beispiel, aber das ist das große Ziel von mir, stärker zurückkommen. Nächstes Jahr ist alles durchplant von mir, ab Oktober beginnt die komplette Vorbereitung. Ja. Also jetzt fahre ich bis Oktober nochmal eine normale Vorbereitung. Also Hauptsache gesund wieder werden, gell, so schnell wie möglich, und ab Oktober geht es voll los. Und da ist der Reiz einfach da. Ich mag der Stärkste sein von denen. Ich mag es denen zeigen. Ja. Und das ist einfach der Ansporn. Was dann eben jetzt das Gegenteil? Was gefällt dir am wenigsten im Strongman-Sport? Was würdest du gerne ändern? Was würde ich beim Strongman-Sport gerne ändern? Boah. Das ist auch eine gute Frage. Das ist kann jetzt sein, eben, dass du sagst, einzelne Disziplinen magst du nicht, dass du. Ja, was mir jetzt gerade, eben was ich vorher schon gesagt habe, was populärer wird leider, die Griffe so wie Eisenstangen biegen. Das sind Sachen gewesen, die haben sie in den 90er, 70er, in den 80er Jahren verwendet gehabt. Nur das sind Disziplinen, wo es draufkommt, dass die irrsinnig gefährlich sind, weil da kann man sich irrsinnig schnell was reißen oder sonst irgendwas passiert da. Das sind Sachen, die sind veraltet. Das Strongman-Sport, jeder Sport entwickelt sich einfach und auf einmal kommt das wieder zurück, obwohl ja jeder weiß, dass das sehr gefährlich ist. Ja. Also habe ich schon von einigen Leuten gehört, dass die auch nicht so wirklich auf Fan von der Disziplin sind. Ja. Ja, schauen wir, wie sich es weiterentwickelt. Also ich hoffe, es geht nicht weiter. Was sind dann jetzt eben so deine, sag ich mal, nächsten mittelfristigen Ziele? Eben jetzt einmal wieder fit werden? Ja. Und dann habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen, 400 Kilo Kreuz zu heben. Also März 2019. Was, also damit man eine Relation bekommt, was ist deine bisherige Bestleistung gewesen? Ich habe jetzt 330, also im, das war im März, 330, April war es, März, April, waren 330 Kilo Kreuzheben. Push Press war ich einmal mit der Langhantel, normales Push Press bei 180 Kilo. Beim Locklift war ich bei 160 Kilo. Dumbbell Press war ich einmal mit der 90er. Beim Yoke 400 Kilo auf 40 Meter. Und Atlas Dome 120 bis 180, alles durch, da ist kein Problem. Leider habe ich die Stones immer auf Wiederholung trainieren können, weil ich dann schon verletzt war, da kann ich sie mal raustesten können. Farmers Walk bei 310 Kilo auf 25 Meter. Ja, sagen wir mal grob die wichtigsten Werte. Bankdrücken weiß ich nicht, weil ich dann nicht maximal tue, aber letztes Mal 4x8 mit 140, also. Keine Ahnung, was da rauskommt. Ein bisschen was halt. Ja. Weil du ja selber jetzt auch immer wieder kurz angesprochen hast, das höhere Körpergewicht. Mhm. Würdest du sagen, eben man muss oder man sollte schon als Strongman in die Richtung gehen, dass man mal, immer stärker und auch körpergewichtsmäßig kräftiger wird? Jein, ich sag's, das ist genetisch sehr abhängig. Der Pescari Emanuel, der hat unter 105 Kilo, ist aber zurzeit der drittstärkste Mann für Österreich. Und der ist ein heißer Kandidat, dass er heute den ersten Platz macht bei den Austin Giants. Ist auch international jetzt schon, hat den dritten Platz bei der Locklift World Championship gemacht in Polen. Und der könnte sofort auf die Bühne gehen von der Statur her, gell? Ja. Natürlich hat er bei anderen Disziplinen einen Nachteil, beim Truck Pull, also etwas, wo das Körpergewicht einen großen Faktor macht, gell? Aber es hat natürlich was mit dem großen Bauch zu tun. Also ich tue mir leichter beim extra beim Umsetzen mit Bauch, weil ich darf die Stange im Bauch ablegen. Oder beim Yoke, beim Locklift, da kann ich mit dem Bauch ein bisschen mithelfen. Gell? Da tut er sich dann wieder schwerer. Ja. Das ist halt, wie es genetisch halt drauf bist. Gell? Ja. Jetzt, was mir jetzt im Nachhinein eigentlich erst eingefallen ist, was würdest du sagen, was ist da so, wie ist der Übertrag von, jetzt sagen wir mal, einem Deadlift zu einem Car-Deadlift? Ist das jetzt eben technisch was ganz anderes, als wenn ich blöd gesagt jetzt von Convention oder Sumo Deadlift umsteige? Oder ist es eigentlich eh, wenn du sagst, hey, ich hau 10 Wiederholungen mit 200 raus, dass ich das dann auch beim Car Deadlift schaffe? Oder schaffe ich das beim Car Deadlift eventuell nicht? Oder? Also, ich tue mir bei Car Deadlift irrsinnig schwer, weil man muss sich das so vorstellen, dass Car Deadlift ist ungefähr eine erhöhte Stellung und seitliche Griffe, was normalerweise irrsinnig einfach, was sich einfach anhört. Ja. Nur ist es halt erhöht und erhöht ist bei mir irrsinniger Schwachpunkt. Normal, wie gesagt, 330 kD war, da ist man eh schon ziemlich weit oben. Aber da bin ich, das ist halt nicht meine Paradedisziplin. Ja.
Ja, da bin ich bei normal mit 300, 340, 350 Kilo, was am Zug oben ist, bei 7 bis 8 Wiederholungen, weil ich weiß nicht, wie es beim letzten Wettkampf wäre, weil da war ich gespannt, ob ich leider nicht mitmachen kann. Nur letztes Jahr war es halt wirklich ein großer Schwachpunkt bei mir als Kraftdeadlift. Okay, das heißt, das System, viele Übungen sind dann halt doch im Wettkampf technisch sehr, also ein bisschen anders oder anspruchsvoller. Es ist immer schöner, dass es irrsinnig viele Disziplinen gibt und dass jedes Mal andere Disziplinen da sind. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, du bist jetzt der Stärkste im Überkopf, dass du jetzt alles gewinnst, weil einmal hast du halt andere Disziplinen, wo du nur tragen musst, also etwas, das eine Überkopfdisziplin. Du musst halt überall gut sein. Wie ist dann eben der Weg, wettkampfmäßig, dem, was muss man alles gewinnen, dass man eben bei World Strongest Man oder eben bei der Arnold Classic teilnehmen darf, als Strongman? Bei der Arnold Classic Strongman, entweder gewinnst du die Champions League, die SCL, da kannst du gewinnen, oder du gewinnst die Europe Champs, kannst du genauso mitmachen, da wirst du eingeladen. Und genauso ist das dann bei der World Strongest Man, also entweder Arnold Classic gewinnst du, oder bist du öfters dabei gewesen, oder Europe Champs, in dem Verfahren bist du dabei. Wie es in Amerika drin genau ab, das war nicht, das war nur im europäischen Raum. Wie ist da, sag ich mal so, dann der, ja, also doch der Qualitätssprung dann, sag ich mal, von den Amateuren, wobei für mich hört sich das so an, als wäre das eigentlich, sag ich mal, sehr überfließender Übergang. Also wenn man ein sehr guter Amateur ist, ist man dann mehr oder weniger, also hört sich für mich das jetzt an, eigentlich schon ein Profi. Aber wie ist dann das Leistungsniveau? Kann man da sagen, wenn man ein guter Amateur ist, kann man da bei den Profis mitspielen? Oder ist das dann wieder eine komplett andere Liga? Dafür bin ich zu wenig Profi, um das zu beantworten. Nein, aber es ist schon allein schon vom Kraftakt, die schweren Disziplinen alle hintereinander zu machen, das mehrere Tage hindurch. Weil World Strongest Man dauert, glaube ich, 4 Tage lang. Jeden Tag hast du 2 irrsinnig schwere Disziplinen, dass du einfach den Körper den Zeitraum ganz oben halten kannst. Ja. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Weil im normalen Amateurbereich, Semi-Profis nennen wir es so, hast du das an einem Tag erledigt. Gell? Und du weißt, am nächsten Tag kannst du dich entspannen, fertig, du stehst. Und im Profibereich, das geht halt auf mehrere Tage hinweg. Okay, das heißt, die Schwierigkeit kommt eigentlich dazu, dann eigentlich die Leistung über mehrere Tage so konstant abzurufen. Wird es dann irgendwie, werden manche Disziplinen stärker gewichtet als andere? Sprich, würde es dann eigentlich Sinn machen, wenn ich sage, okay, ich bin in einer Disziplin bloß stärker, die mehr gewichtet wird, dass ich dort versuche, mehr... Man geht bei den Wettkampf mit einer gewissen Taktik rein. Also, wenn ich jetzt, was meine Paradedisziplin sind, Überkopf, Yoke, das sind meine Sachen. Und wenn ich weiß, da ist jetzt noch Car Deadlift oder schieß mich dort, keine Ahnung, dann werde ich schauen, dass ich beim Car Deadlift, dass ich im gesunden Mittelfeld drin bin und dass ich halt mit den Überkopfdisziplinen oder mit Truckball, mit Yoke, dass ich da einfach rausschieße, dass ich da ganz vorne mitspiele, dass ich nicht mehr weiter nach hinten rutschen kann. Ja. Also der Wettkampf, den muss man sich auf jeden Fall sehr gut einteilen, dass man die Kräfte am Ende dann auch noch über hat. Okay. Weil irrsinnig viele Leute schaffen am Ende die Atlas-Tons nicht mehr, weil es vorher schon alles ausgegeben hat. Wie, also, um das Ganze jetzt ein bisschen abzurunden, was wären jetzt so deine konkreten Tipps eben für Leute, die, also die jetzt angenommen schon im Fitnesscenter aktiv sind, die jetzt sagen, hey, ich will trainieren eigentlich schon länger vor mich hin, will eventuell einen Wettkampf machen, weiß halt jetzt nicht, ob im Powerlifting, CrossFit, Strongman oder sowas, und jetzt sagen, sie wollen sich in den Strongman-Sport wagen. Was wären da so die Tipps, was da so ihre ersten paar Schritte wären oder was sie am besten umstellen sollten? Was sie mal als erstes machen könnten, sie können auf der Strongman Federation Seite von Österreich schauen, welche Leute machen da mit, die Leute kontaktieren, hey, habt ihr Tipps, wie soll ich was machen? Es wird sicher keiner negative Antwort zurückgeben, so habe ich noch nie gehört. Und dann einfach mal Videos anschauen, wie läuft das ab, was ist Strongman Sport? Ist das überhaupt etwas für mich oder bin ich doch Bodybuilder? Weil beim Strongman-Sport, da ist halt der Körper zweitrangig. Und wie fängt man einfach an? Was für eine Art von Strongman will ich werden? Will ich eher auf die Schnelligkeit hingehen? Will ich mehr auf die Kraft hingehen? Da musst du dann entweder esse ich da mehr oder lass das. Und da musst du auf jeden Fall den Trainingsplan komplett ändern. Ja. Und dann nochmal konkretere Tipps für einen Wettkampf oder eigentlich, sagen wir mal, auch für die letzte Woche vor dem Wettkampf, wie soll die letzte Woche vor dem Wettkampf, also wenn es zum Beispiel am Samstag ein Wettkampf wäre, die vorige Woche habe ich normal Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag Training, dann gehe ich Montag
sehr leichtes Training, mache ich normal mit 40% die Grundübungen vielleicht durch, dann lasse ich mich durchmassieren, dann gehe ich Dienstag auch nochmal leicht trainieren, einfach durch Blutung starten, am Mittwoch mache ich dann leichtes Recovery noch, also Mobilität, ein bisschen auch Cardio und das war's dann. Dann Donnerstag nichts, Freitag nichts und wenn es am Samstag sagen wir um 12 Uhr Wettkampfbeginn wäre, ist um 10 Uhr meistens Treffpunkt, Athletenmeeting, da fahren wir dann das letzte Finish vom Wettkampf, was darf man machen, also genaue Regelung. Ja, und dann geht's los, was eingemacht, also bereiten wir sie vor und gibt Vollgas. Sehr, sehr cool. Peter, ich will mich herzlich dafür bedanken, dass du uns da jetzt so einen Überblick über den Strongman-Sport gegeben hast. Für mich sehr, sehr interessant, weil ich eben eigentlich sehr wenig Ahnung von dem Ganzen gehabt habe. Eben schon gesagt, dass meine größte Leistung war, eben hin und wieder so ein paar YouTube-Clips vom World Strongest Man anzuschauen. Und halt natürlich die Netflix-Doku von Eddie Hall. Strong. Genau, der ziemlich geil war. Pflichtlektüre. Ja. Ansonsten, falls Leute dich kontaktieren wollen, eben die Austrian Strongman Federation, ich stelle öfters genannt, werde ich auf jeden Fall auch kontaktieren. Wie können dich die Leute erreichen oder was ist das beste Medium dafür? Entweder über Facebook, mein Name Peter Reintaler, oder auf Instagram. Musst du den Namen einblenden. Machen wir. Dann und folgen. Und folgen, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt würde ich sagen, du wirst trainieren gehen. Ich gehe trainieren, dann essen. Und ich werde gleich essen. Passt. Passt, vielen Dank. Ciao. Viertel, Papa.